Guten Morgen. So wie ich euch gestern versprochen habe, gestern für mich, eine Woche später für euch, heute 2, 3 Grad, aber regnet nie. Also ich werde keine Innenwände machen, sondern Fassade. Mit was mache ich Fassade? So wie ihr seht, habe ich schon probiert, also angefangen, aber nur probiert. Also das kann man jetzt rausziehen. Ja? Auf der Baustelle habe ich den Müll von Zimmermännern genommen, weil wenn sowas montiert ist und nicht passt und rausgezogen, das wird mit Nagel geschossen, also nicht mit Schraube, und dann machst du ein Loch drin. Solche Bretter habe ich. Und ja, mit solchen Brettern werde ich auch meine Fassade machen. Ja, kostenlos, sieht gut aus. Wieso nicht? Egal, ob es ist einfach nur im Wildnis hier. Ja, Wildnis. Nicht Wildnis, aber eine Gartenhütte, und dann ist egal, ob es so Löcher gibt in der Fassade, so wie hier. Ne? Aber, also einfach Müll, Müll. Ich habe denen geholfen zu entsorgen, also ich habe den Müll von denen genommen. Ja, und mit das werde ich Fassade machen. Habe ich schon angefangen mit ein paar Bretter schneiden, was hier unter drunter kommt, ne? Und auch in dem oberen Bereich. Ich werde nochmal ergänzen, aber das mit dem Zeit werde ich anfangen zu montieren. Ja, ich weiß nicht, habt ihr gesehen? Ja, habe ich heute in der Luft gehängt. Ja, jetzt ist gerade plus minus halbe Zentimeter oder ein Zentimeter, weil ja Boden ist weich. Bis sie sich nicht setzt, kann ich nicht 100% in Laser stellen. Also habe ich mit dem Laser in Wasser gemacht. Ja, und jetzt muss ich warten und dann nochmal justieren, dass alles perfekt im Wasser ist. Ja, ich werde ja meine Gesichtsverfolgung, ja, aufgehört, jetzt wieder. Also, da sind alle meine Bretter. Ja. Wenn mir diese Bretter nicht reichen, dann habe ich dort hinten, seht ihr, da, seht ihr, da war so provisorische Türe beim Verso in Lörrach. Einfach googeln nach Verso, und dann werdet ihr sehen, was Verso bedeutet. Gruß an Thomas Martin. Ja. Und ja, die waren provisorisch. Dann sind die gut um die Türe gekommen. Das haben wir entsorgt. Selbstverständlich bei mir im Garten entsorgt. Ich habe so 7, 8 Stück. Ich habe noch ein Auto von Europa Park. Gruß an Herr Gitzinger. Auch Müll. Wegen Brandfall in Piraten von Batavia, jetzt sind sie sehr, sehr scharf mit Brandschutz. Und ja, wir haben ein paar Holzwände demoliert, wir haben F90-Wände gebaut, Holz selbstverständlich mitgenommen. Ja, Europapark hat gewonnen, ich habe gewonnen, die haben kein Müll bezahlt, ich habe kein Holz gekauft, also alle haben wir gewonnen. Also, dann bleib dran, um das zu sehen.
Ich bin zurück. Ja, jetzt folgt Schneiden. Deswegen, also 4 cm, von hier sind 4 cm. Geschafft. Geschafft. Schau mal, wie schön. Wie gerade. Das ist die einzige gerade Ding in dieser Hütte. Also, jetzt werde ich dem Rest machen, aber ich glaube, das reicht für euch. Ich danke euch für Zuschauen und Daumen hoch, abonnieren, teilen. Achso, hey, diese Glocke nicht vergessen, weil nur so bekommt ihr jede Benachrichtigung, wenn ich was posten. Also diese Glocke auch aktivieren, ja. Also, ich danke euch vielmals und bis nächstes Mal, ciao.